Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, eine neue Spiele-News-Folge. Folge 126, Freunde. Und heute geht es um The Dark Pictures Man of Men, Freunde. Ja, der Release-Termin ist bekannt, wann das Spiel rauskommt. Ja, Freunde. Um The Dark Pictures Man of Men geht es heute in der heutigen Spiele-News-Folge. Ich sag euch, wann das Spiel erscheint. Das Horrorspiel für die PS4, Xbox One und den PC erscheint im August 2019. Für Vorbesteller gibt es zudem einen speziellen Creator's Cut. Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben den Release-Termin für das Horror-Adventure The Dark Pictures Man of Men bekannt gegeben. Das Spiel erscheint am 30. August 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Außerdem wurde mitgeteilt, dass Vorbesteller des Spiels den sogenannten Creator's Cut bekommen, der nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet wird und diverse Boni wie eine neue Perspektive, Entscheidungsmöglichkeiten oder Szenen aktiviert. In Man of Medan begleitet ihr eine Urlaubergruppe, die in der Südsee auf ein verlassenes Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg stößt und mit übernatürlichen Kräften Bekanntschaft machen muss. Eure Entscheidungen haben Einfluss auf den späteren Spielverlauf und darauf, welche der Charaktere das Abenteuer überleben. Das Spiel kommt von Supermassive Games, die davor unter anderem für die Entwicklung von Until Dawn verantwortlich zeichneten. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge. Wenn euch die neue Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Spiele-News-Folge. Das war zu Layers of Fear 2. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.